Wir sind heute in der, im Hundekompetenzzentrum in Floridsdorf. Jetzt habe ich Elisabeth Mansberger hier sitzen, die Chefin von hier. Wie lange gibt es das Zentrum schon? Einige Zeit schon. Ja, wir haben 2013 eröffnet. Mhm. Ja. Kann mich gut erinnern. Ja. Ja, die Jahre verfliegen, aber es ist nach wie vor schön und es macht extrem viel Spaß und es läuft gut. Mhm. Was war eigentlich der Beweggrund, dass du sagst, ich mache so ein Kompetenzzentrum? Also mein Beweggrund ursprünglich war ja der Schritt in die Selbstständigkeit, war das Tüpfelchen am I, sagen wir mal so. Ich habe ja begonnen, mit Hund und Mensch zu arbeiten im Rahmen des sozialen Projektes des Vereins Schulhunds. Mhm. Und irgendwann ist die Idee gereift, wenn ich mein Wissen den Kindern vermitteln kann, die Arbeit mit Mensch und Hund macht extrem viel Spaß. Warum mache ich es dann nicht auch mit den Hundehaltern? Ja? Nicht nur mit der nächsten Generation der Hundehalter. Und ja, so sind viele Ausbildungen, Weiterbildungen Hand in Hand gegangen und irgendwann eben der Wunsch, wirklich die eigene Hundeschule zu errichten und dieses Wissen weiterzugeben. Jetzt sage ich mal provokant, für was braucht man Hundeschule? Einen Hund, den nimmt man und sagt jetzt Sitz, Platz, geh und man würde das schon hinbringen. Ja, könnte man. Ja, könnte man provokant so sagen, aber dann könnte man sagen, warum gibt es einen Kindergarten und eine Schule? Wissen zu vermitteln und ja, natürlich, einen Sitz kann ich dem Hund vielleicht auch selber beibringen oder ziemlich sicher, aber wir wollen alle alltagstaugliche Hunde, wie es so schön heißt. Ja, wir wollen ein konfliktfreies Miteinander in der Stadt. Und dazu gehört ein bisschen mehr wie Sitzplatz. Ja. Das heißt, man sollte ganz viel Wissen an die Hundehalter bringen, denn nur wenn Hundehalter wirklich ihre Hunde lesen können, wenn sie wissen, wie funktioniert Lernen beim Hund und wie bringe ich meinem Hund etwas bei, dann wird es auch in der Stadt funktionieren. Ich glaube, gerade da ist es ja auch wichtig, vor allem einfach Hund, Radfahrer, das sind oft so Feindbilder, die man aber sicherlich, wie sagt man da, den Hund umtrainieren kann oder man kann einfach das Verhalten verändern oder einfach diese Situation aus dem Weg zu gehen. Naja, schau, es ist einmal ganz wichtig, dass ich vor der Anschaffung mir überlege, passt der jeweilige Hund mit seinen Rasseeigenschaften auch wirklich in mein Lebensumfeld. Ja? Und wenn ich halt, so wie hier bei uns, mit vielen Freizeitsportlern konfrontiert bin, sprich Radfahrer, Jogger, Nordic Walker und so weiter, dann sollte ich halt meinem Hund von klein auf lernen, man jagt nicht hinter schnell bewegten Menschen her und die Leute, die mit ihren Nordic Walking Stecken durch die Gegend laufen, das ist auch nicht etwas, das man sich einfach schnappt, weil man jetzt das Steckerl haben möchte. Ja. Aber man braucht sich auch nicht bedroht fühlen davon. Und somit sollte halt der Hund wirklich von Anfang an lernen, mit diesen Umweltreizen umzugehen, dann wird es auch kein Problem sein. Jetzt, wann ist es ideal, dass man sagt, man fängt mit dem Hund an, also, oder geht in eine Schule oder wie auch immer? Schau, das ganz Wichtige, und das ist ja bei uns in Wien auch gesetzlich vorgeschrieben, dass man einen Sachkundekurs schon vor der Anschaffung des Hundes wirklich absolvieren muss. Das ist ein 4-Stunden-Theoriekurs, wo man schon die wichtigsten Inputs auch wirklich kriegt. Welche Rechtspflichten habe ich? Wie erkenne ich eine gute Hundeschule? Worauf sollte ich bei der Anschaffung achten? Das heißt, woher kriege ich meinen Hund? Ja, dass das wirklich entweder verantwortungsbewusste Züchter sind, aus dem Tierheim, wie auch immer, und wovon sollte man die Finger lassen? Ja. Und dann sollte man natürlich ziemlich zügig nach der Übernahme auch wirklich einen guten Trainer, eine gute Hundeschule besuchen. Ich meine, man hat sicherlich dann auch wesentlich mehr Freude mit seinem Tier, wenn man merkt, das funktioniert einfach das Zusammenspielen. Man muss den Hund nicht hinterher jagen, weil er auf einmal meint, jetzt will er woanders hin.
man tut sich wesentlich leichter, würde ich mal sagen, für beide, für den Hund, sowohl auch fürs. Genau, also es ist für beide Seiten natürlich viel angenehmer und schöner, wenn man gemeinsam gut durchs Leben gehen kann, wie in jeder Partnerschaft. Ja? Wenn man sich versteht und Hand in Hand geht, dann wird man einfach selber glücklicher sein, also sprich dieses jeweilige Mensch-Hunde-Team. Aber ich werde auch in meinem Umfeld, ob das jetzt in der Wohnung, im Haus, je nachdem, wo ich halt zu Hause bin, ja, einfach weniger Probleme haben, wenn ich mit meinem Hund ein gemeinsames gutes Auftreten habe und keine Probleme habe. Das ist auch dann vor allem das Informieren, welches zum Beispiel jetzt, was vernehme ich für Leinensysteme? Ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Und ich bin absolut dagegen von diesen Sachen, was den Hund da beim Hals irgendwo beeinträchtigen könnten, aber was immer noch verkauft wird. Ja, das Verkaufen und Verwenden ist halt leider Gottes sein Unterschied. Ja, also Zugbänder, wie man es aus dem Jahre Schnee kennt, ja, ohne Stopp, das darf ja bei uns auch gesetzlich gar nicht mehr sein. Es muss immer ein Zugstopp sein, damit der Hund eben keine Schmerzen oder Angst dadurch erfahren kann, durch Methoden, wie wir den Hunden etwas lernen. Das darf alles gesetzlich nicht mehr sein. Und ja, passendes Equipment ist einfach was ganz Wichtiges, denn alles, was den Hund einschränkt, hat auch seine Spätfolgen. Das ist genauso wie bei uns. Schlechte Haltung führt irgendwann einmal zu Problemen. Und wenn der Hund jetzt ein unpassendes Equipment anhat, ob das jetzt ein schlecht sitzendes Brustgeschirr ist, das ihn im Bewegungsumfang einfach einschränkt, dann wird er früher oder später Probleme haben. Auch das ist ein wichtiges Kriterium, dass der Hundehalter natürlich bei dem gut und fachlich gut gerichteten Trainer einfach lernen wird, ja, und Hinweise kriegt, du schau auf das oder schau auf das, das ist nicht gut, das passt deinem Tier einfach nicht. Und das hat in weiterer Folge dann eventuell auch gesundheitliche Spätfolgen. Jetzt gibt es immer wieder Probleme, die auftreten können. Wir haben zum Beispiel, haben wir schon mal eine Sendung gemacht zu Silvester, die Silvesterknallerei, aber es gibt immer wieder Sachen, Verkehr, Radfahrer und so weiter, das kann man aber einem Hund beibringen, dass der Radfahrer nicht der freiwillig ist. Natürlich kann er das lernen, ja. Es gibt für Fahrradfahrer. Es wäre natürlich wichtig, wenn wir alle miteinander ein bisschen respektvoller miteinander umgehen, denn Radfahrer von hinten knapp dran vorbei, ja, natürlich schrecke ich mich auch oft, ja, und dann wird sich der Hund erst recht schrecken. Aber wenn wir respektvoll miteinander und ein bisschen rücksichtsvoller miteinander umgehen und der Hund einfach lernt, nicht jeden schnell bewegten Reiz hinten nachzujagen, ja, dann wird es keine Probleme geben und dann wird der das nicht tun. Jetzt haben wir ja, heute ist noch nicht so wirklich, aber es kommt die warme Zeit, wahrscheinlich noch sehr starke Hitzetage. Hund, Wasser, wie geht der Hund oder wie kann man umgehen mit der Hitze für einen Hund? Also ganz wichtig ist natürlich, unsere Hunde gehören auch im Sommer ausgelastet, geistig und körperlich, aber ich muss natürlich darauf schauen, dass ich den bei der Hitze, wenn wir an die letzten zwei Sommer denken, nicht überfordere. Ja, und da kann ich ganz viel im Wasser machen. Es gibt Bewegungstrainer, die Schwimmen anbieten, ob das jetzt in eigenen Pools ist oder wir haben genügend natürliche Wasserzugänge, wo wir mit Hunden hin können. Es kühlt den Hund ab, das heißt, es ist eine schonende Auslastung für den Hund und ich kann damit auch gesundheitlich ganz viel Gutes tun, weil ich, wie gesagt, durch das Abkühlen im Wasser ist auch die körperliche Anstrengung natürlich nicht so hoch, wie wenn ich an Land jetzt gewisse Fitnessübungen mache. Also das heißt, ich kann es dem Hund auch natürlich angenehmer machen. Jetzt ist mir eingefallen, dass du gesagt hast, Hund, Wasser. Ich habe es einmal angeboten, kann mich erinnern, das Schwimmtraining für Hunde. Genau. Weil jeder glaubt, der Hund kann schwimmen, aber es gibt welche, die wollen gar nicht, die haben Angst oder wie auch immer. Genau. Also erstens, das ist ein Mythos, jeder Hund kann schwimmen. Ja, es gibt Hunde, die haben Angst und werden stocksteif im Wasser. Das ist nicht so günstig. Das ist nicht so günstig, ja. Aber es gibt einfach auch wirklich Hunde, die drauf vergessen oder dann nur herum, wild herum
planschen, würde man jetzt sagen, dann komme ich auch nicht weiter. Und das kostet dann ganz viel Kraft für den Hund. Also ja, ein gutes Schwimmen sollte schon angeleitet sein. Wie gesagt, wir haben ganz viele Hunde, die immer wieder aus Angstthemen, also die Halter mit ihren Hunden kommen, um diese Angst zu verlieren. Und das funktioniert super. Im Sommer ist wichtig, ausreichend Wasser zur Verfügung. Also eigentlich sollte der Hund immer ausreichend Wasser haben, aber im Sommer ganz besonders. Ganz besonders. Bei Spaziergängen sollte ich halt dran denken, nicht nur wir haben einen Durst, ich muss auch wirklich für meinen Hund frisches Wasser mithaben, damit der dann nicht eventuell einen Hitzeschlag kriegt, nur weil er einfach und gesundheitliche Probleme kriegt, weil er zu wenig Wasser hat. Ja. Die Fütterungsgewohnheiten sind im Sommer andere, gibt man da was anderes, weil wir Menschen essen eher leichte Kost, nicht alle, manche essen trotzdem die Stolzen und das Kriegelbier, aber beim Hund gibt es da irgendwas, dass man sagt, ein bisschen andere Ernährung? Also da würde ich eher wirklich drauf schauen, wie geht es meinem Hund, natürlich bei älteren Hunden schaut man auch da, dass man die Fütterung vielleicht anpasst, aber man kann ganz viel auch da zur Abkühlung machen, dass man manche Leckerbissen zum Beispiel einkühlt, ja, und dem Hund dann einen frischen, kühlen Kauspaß vermittelt. Also ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, um Hunde auch da zu unterstützen und ihnen einmal ein bisschen Abwechslung zu geben. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von den Hunden alleine, sondern Tiere allgemein. Tierschutz, da tut sich nicht wirklich was. Das sollte ja doch schon ein bundesweites Tierschutzgesetz da sein, das hat es noch nicht ganz geschafft, die Runde. Ne? Naja, die Veröffentlichung des Tierschutzgesetzes oder der Beschluss des Tierschutzgesetzes, das ist ein Bundesgesetz. Ja, wir werden sehen, wie lange es braucht, bis das jetzt wirklich die Evaluierung beschlossen worden ist. Ich würde aber nicht ganz so sehen, wie du sagst, da tut sich nicht viel, es tut sich viel, aber wir müssen halt auf dieses neue Gesetz oder die Überarbeitung des Gesetzes leider noch warten. Ich meine, ich mag jetzt ein bisschen naiv sein, aber wenn ich so sage, das ist ja etwas, was uns alle betrifft. Also Tierschutz muss doch eigentlich das obere Priorität haben, aber dass da so viele unterschiedliche Strömungen sind, verstehe ich nicht ganz. Ne? Puh. So. Warte mal. Dazu reagieren, ohne sich in die Nesseln zu setzen, ist gut. Ja, also Tierschutz ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges und ich glaube, es liegt auch sehr vielen Menschen am Herzen. Aber du hast völlig recht, es gibt unterschiedliche Strömungen, denen manches zu schnell und manches zu langsam geht. Ja. Ich glaube, das oberste Ziel sollte bei uns allen sein, dass es unseren Tieren natürlich gut geht, dass die keine gesundheitlichen Einschränkungen haben. Dennoch, dann geht es uns als Team gut. Ja. Man darf ja nicht vergessen, Hunde, die durch Einschränkungen, vielleicht durch Qualzucht, wirklich gesundheitliche Probleme haben. Das heißt, diese Probleme werden wir Menschen aber auch tragen müssen. Denn diese Tiere müssen viel öfters zum Tierarzt als ein gesundes. Das heißt, das hat Auswirkungen fürs Tier, aber natürlich auch für unser Zusammenleben. Da geht es aber auch beim Anschaffen eines Tieres, dass man sich wirklich genau informieren sollte, dass man sich genau überlegen sollte, was kommt auf mich zu. Weil ich glaube, kauft ist schnell und dann kommt die große Überraschung, ich muss regelmäßig mit dem Hund runtergehen, ich muss das Katzenkistl machen und. Darum gibt es in Wien und auch in manchen anderen Bundesländern die Sachkundekurse. Also da wird man genau über diese Dinge zum Beispiel informiert. Was kommt auf mich die nächsten 10 bis 15 Jahre, je nach Tier, auch wirklich zu? Bin ich bereit, das auch wirklich zu stemmen für diese Zeit? Und natürlich auch, worauf schaue ich? Wo kriege ich mein Tier her? Ja, also wie gesagt, wir haben ja gesprochen darüber, dass eben wegen Qualzucht und so weiter, dass man da wirklich achten soll, man soll sich vorher informieren wegen Tieren, das haben wir jetzt gerade gesagt. Was für mich auch so eine Sache ist, ich möchte mir ein Tier anschaffen. Und dann gibt es ja immer wieder so wunderbare Zeitungsannoncen, die meistens aus dem benachbarten Ausland, ich sage jetzt nicht unbedingt von wo, kommen. Ja. Macht das Sinn?
Nein, also bitte nicht. Ja, es gibt im Internet leider noch immer sehr, sehr dubiose Angebote. Es gibt da zum Beispiel Homepages, da hast du zig Rassen, die dir täglich geliefert werden. Und wenn man sie ganz ehrlich anschaut, schon die Bilder dieser Welpen, siehst du bei vielen Tieren, dass die einfach nicht gesund sind. Ja? Dass die laufende, tränende Augen haben, ja? Und diese Spuren, dass die einfach viel zu früh von der Mutter weggenommen werden. Ja? Das heißt, das macht auch wirklich mit diesem Tier etwas, wenn die Sozialisierung nicht gut stattfinden kann, wenn die Aufzuchtbedingungen, wie es in solchen Dingen, die du angesprochen hast, in manchen Nachbarländern einfach nur Vermehrerstationen sind. Ja? Und da sollte man sich einfach wirklich genau erkundigen. Wenn ich mir heute von einem Züchter ein Tier hole, dann kann ich dort das Muttertier anschauen. Mhm. Dann sehe ich die Aufzuchtbedingungen. Wie leben Mama und ihre Hundekinder? Ja? Was macht der Züchter dort mit seinen Tieren? Überall dort, wo ich übers Internet ein Tier bestelle und mir das sozusagen dann nach Hause geliefert wird und ich keine Infos kriege, davon sollte man einfach die Finger lassen. Ich kaufe mir nicht ein paar Schuhe, ja, ich kaufe mir ein Lebewesen und da sollte ich einfach wissen, wie es dem geht. Ja. Selbiges ist nämlich einmal an, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein Rassehund will, sondern ein Streunerhund oder wie auch immer, und man will, dass man sich eben auch in den Tierschutzhäusern... Unbedingt, bitte, es gibt genügend Tierschutzorganisationen, auch da bitte hinterfragen. Ja. Es gibt leider auch hier Organisationen, die aus vielen Nachbarländern Tiere, speziell die Hunde holen, ja, mit den grauslichsten Fotos aus Tötungsstationen, wo die Leute aus Mitleid den Tieren helfen. Wir haben im eigenen Land ganz, ganz viele Tierschutzorganisationen, Tierschutzhäuser, wo man wirklich dort mit den Pflegern reden kann. Das Wissen, dass dort, welche Eigenheiten bringt dieses Tier jetzt mit, wo man sich informieren kann, die Tiere kennenlernen kann und sich dann aufgrund der Beratung für das zu einem am besten passende Tier entscheiden kann. Jetzt haben wir schon wirklich sehr umfangreich geplaudert, aber eine Frage habe ich noch, ganz eine wichtige. Ich habe einen Hund und irgendwann klopft dann der Nachbar ganz böse und sagt, wenn schon nicht raus sind, dann sorgen Sie dafür, dass der Hund Ruhe gibt und nicht bellt. Das heißt, ich weiß, Hunde wollen nicht gerne alleine sein, weil Hunde sind an und für sich Familientiere und Rudeltiere. Aber es geht halt beim Berufstätigen oft nicht und er ist dann oft ein bisschen alleine. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man sagt, dass man irgendetwas tut, dass man den Hund das angewöhnen kann oder abgewöhnen kann? Naja, ich bin lieber beim Angewöhnen. Okay. Ja. wenn ich ein Tier übernehme, dann sollte ich mir halt auch wirklich bewusst sein, und das ist etwas, das beziehungsweise nach Corona einfach entstanden ist. Wir waren sehr viel an unser Zuhause gebunden. Viele Menschen haben sich gerade da einen Hund genommen, weil jetzt sind wir ja zu Hause, und haben aber verabsäumt, dann auch zu trainieren, dass das Tier vielleicht irgendwann auch alleine bleiben muss, weil wir wieder ins Büro müssen oder sonst etwas. Das muss ich mit meinem Hund einfach lernen. Ich muss dem beibringen, zu Hause sein ist jetzt kein Nachteil. Und wenn der Hund das positiv gelernt hat, dann schläft der die meiste Zeit. Ja? Und wird nicht bellen. Und warum bellen die Hunde? Meistens, weil es einfach Verlustängste sind. Ja? Und sich dann natürlich in ihrer Form zu Wort melden. Ja? Und dann bellen sie und dann ist die Nachbarschaft verärgert. Ja. Ja, aber das muss ich einfach meinem Hund von klein auf lernen, Schritt für Schritt. Du bist einmal allein in einem Zimmer, dann bist du allein in der Wohnung, ich gehe nur den Mist runtertragen, Schritt für Schritt beibringen. Es passiert nichts, ich komme immer wieder zurück. Ja. Und in deiner Wohnung bist du sicher, da passiert dir einfach nichts, dann wird das auch kein Thema sein. Ich glaube, eine wichtige Sache wäre dann zu sagen, dann ich muss den Hund weggeben, weil man immer bellt ist halt dann, oder wenn dann irgendwann die Polizei vor der Tür steht und sagt, wir kriegen, es kommt eine Anzeige. Naja, natürlich, ja, sind Nachbarn verärgert, wenn die Hunde rund um die Uhr bellen oder wie auch immer.
Ja, und man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn der Hund die ganze Zeit bellt oder über Stunden bellt, hat es ja einen Grund. Ja? Dem ist ja nicht nur Fahrt, sage ich jetzt einmal. Und ja, natürlich ist das auch tierschutzrelevant, ja? Wenn Hunde eingesperrt sind und nur bellen. Wie gesagt, das hat ja einen Grund. Aber dann muss ich daran arbeiten, dass der Hund das lernt. Das heißt, langsam ans Alleinsein gewöhnen. Genau. Schritt für Schritt. Ja, am besten jemand sich mit Hunden beschäftigen will, einen Hund hat, den Hund, dass es ihm gut geht, dass beiden gut geht, Hundeschule besuchen, sich informieren bei den Fachleuten und dann haben alle was davon. Genau, dann geht es uns allen gut, wir werden alle keine Probleme haben und wir kommen halt auch im städtischen Bereich konfliktfrei miteinander aus. Wunderbar, dann sage ich recht herzlichen Dank. Ja, gerne. Alles das drin, was du wolltest? Ja. Na, bitte. Ja, aber es ist so. TV21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.